Und wieder einmal geht es um Entscheidungen. Das Video ist vorgedreht. Das heißt, an dem Tag, an dem ihr das jetzt seht und ich das hochgeladen habe, habe ich mich entschieden, habe ich mich beworben. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu diesem Video. Heute soll es wieder um Entscheidungen gehen, denn ich habe wieder mal eine getroffen für mich und holt euch irgendwas zu knabbern, zu trinken, weil es könnte sein, dass das Video ein bisschen länger wird. Ich weiß es noch nicht genau. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wenn ich sage, es geht um Entscheidungen, dann wisst ihr eigentlich ja schon ein bisschen Bescheid, dadurch, dass ich auf Instagram schon angekündigt habe, dass es für mich demnächst um eine große Entscheidung gehen wird. Und ich habe dieses Video hier vorgedreht, das heißt, an dem Tag, an dem ihr das seht, habe ich mich endgültig entschieden, habe ich meine Bewerbung abgeschickt und es geht darum, dass ich nach meinem Abitur im Sommer oder Herbst 2018 als Au-pair in die USA fliegen werde. Tada! jetzt ist es gerade September 2017 und ich habe von einer Freundin von mir, die jetzt nach ihrem Abitur jetzt gerade mit der Organisation IFS in Kanada ist als Work and Traveler. Und sie hat mir also von der Organisation erzählt und da ich sowieso den Plan hatte, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen, habe ich mal mich auf der Seite so ein bisschen umgeschaut und bin unter anderem auf das Programm Au-pair gestoßen und habe mich dann da ein bisschen durchgeklickt durch die einzelnen Unterpunkte, was man alles mitbringen muss, wie viel kostet es, was werden so Aufgaben sein, wie läuft der Bewerbungsprozess ab und habe mir dann im Zuge dessen eine Gratisbroschüre von denen bestellt. Die sieht dann so aus. Das ist jetzt die von 2017 und da steht alles drin über deren Programme, die sie haben. Nicht nur Au-pair, sondern auch Work and Travel, Freiwilligenprojekte. Ja, und ich glaube einfach, IFS ist die Organisation, der ich mich am aufgehobensten fühlen werde, weil die einen das... Und wenn meine Schwester jetzt kommt, bringt sie mich um. Weil die einen das ganze Projekt über betreuen. Also nicht nur am Anfang, wenn man sich bewirbt und nach einer Gastfamilie gesucht wird, sondern auch, wenn man in den USA ist. Es wird nach der Einreise, oder fangen wir mal einfach an. Ich erzähle euch ein bisschen über das Au-pair-Programm von IFS. Und zwar läuft es so ab, dass ihr zuerst eine Kurzbewerbung abschickt, was ich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt, schon gemacht habe und hoffentlich auch erfolgreich angenommen wurde, in der ihr kurz angebt, wer seid ihr, wie lange sprecht ihr schon Englisch, was für Erfahrungen habt ihr so mit Kindern, ihr müsst 150 bis 200 Stunden Arbeit mit Kindern nachweisen können. Richtig nachweisen allerdings erst in eurer wirklichen Bewerbung. Dann wird es so sein, dass ihr nochmal also eine richtige Bewerbung schreiben müsst. Ein Host Family Letter, also ein Brief an die Gastfamilien. Ihr habt dann so eine persönliche IFS-Internetseite, also eure ganz persönliche Seite, die Gastfamilien dann sehen, wenn ihr den vorgeschlagen werdet. Und darauf ist dann auch euer Bewerbungsvideo zu sehen, was ihr drehen müsst. Dann werdet ihr eingeladen von einer IFS-Beraterin zu einem persönlichen Interview, das aus drei Teilen besteht. Also zum einen Teil aus einem Interview auf Englisch, wo sie euch Fragen über euch fragt, eure Motivation, wie ihr euch selbst einschätzt, was für einen Menschen. Dann gibt es in diesem Prozess einen Psychotest, so haben ihn andere Au-pairs, die mit IFS das gemacht haben, genannt. Das heißt, ihr setzt euch an einen Computer und beantwortet Fragen, die nochmal zu eurer Charaktereinschätzung dienen. Und als drittes wird nochmal die Bewerbung überarbeitet mit Hilfe der Beraterin.
Und ja, dann das Bewerbungsvideo. Und dann geht es eigentlich schon so weit, dass ihr freigeschaltet werdet. Also sozusagen dann Familien vorgeschlagen werdet. Und die können sich dann, so wie ich das verstanden habe, bei euch melden. Und dann könnt ihr so Skype-Dates ausmachen, also mit den Familien skypen und im Laufe dieses Prozesses gucken, passt die Familie wirklich zu mir, ist es das, was ich möchte, was möchte ich eigentlich überhaupt für eine Familie. Des Weiteren kommt ja dann der Punkt Visum. Wenn man in die USA gehen will, muss man ein Visum beantragen. Und da wird es auch so sein, dass die Organisation euch da bestimmte Zettel, Broschüren, wie auch immer, zuschickt und ihr die dann nur noch ausfüllen müsst und damit zur Botschaft oder zum Konsulat fahrt, je nachdem. Bei mir wird es die Botschaft sein in Berlin, die ist einfach dichter. Entschuldigung wegen den ganzen Schatten hier. Ist ein bisschen doof gewählt, der Standort. ja, Visum. Und dann irgendwann, wenn all das vorbei ist und ihr euer Final Match mit einer Familie habt, geht es dann daran, die Koffer zu packen, eine Abschiedsparty eventuell zu planen. Aber zu all dem, was kommt, kommen auch immer Videos von meiner Seite. Also ich werde das Ganze dokumentieren, auf YouTube hochladen und euch so ein bisschen zeigen, wie das abläuft. Und auch für die Jüngeren unter euch, die vielleicht zuschauen, ist es dann etwas, falls ihr nachdenkt, Au-pair zu sein und zu werden. Ich werde über meine Erfahrungen berichten und so weiter und so fort. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass ich meine Kurzbewerbung abschicken muss und all dieses Zeug fertig kriegen muss, und das möchte ich so bald wie möglich machen, weil bedenkt, dass sich das alles anhört, als würde es schnell hintereinander weggehen, aber das sind wirklich teilweise ziemlich lange Prozesse und das kann lange dauern, und deswegen möchte ich das so schnell wie möglich fertig kriegen. Ich bin jetzt am Anfang der 12. Klasse und möchte das eigentlich so weit durchhaben bis zu den Abiturprüfungen im Juni, dass ich das mit den Bewerbungen fertig habe, dass mein Application-Video fertig ist, weil ich da in dieses Video besonders ganz, ganz viel Arbeit reinstecken möchte, weil das wirklich das erste Mal ist, dass die Gastfamilie, die eventuelle Gastfamilie, euch sieht, und ihr habt da alle möglichen Sachen reingesteckt und ihr wollt ja auch einen guten Eindruck bei denen hinterlassen und wollt, dass die euch auswählen. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass dieses Video wirklich so wird, wie ich mir das vorstelle. Genau. In den USA wird es dann so sein, dass ihr 12 Monate in einer Gastfamilie lebt. Es gibt die Option, nach 8 Monaten fragt die Organisation euch, wollt ihr in die Extension gehen, also wollt ihr verlängern, oder wollt ihr nach Hause nach 12 Monaten. Ihr könnt dann nochmal bis zu 12 Monate dranhängen. Und es gibt die Option, dass ihr als letzten Monat sozusagen, also wenn ihr 12 Monate da bleibt, als 13. Monat dann, einen Reisemonat hinten ranhängt, den ihr euch selbst zusammenstellen könnt, indem ihr dann durch das Land reist, euch alles anguckt, was euch noch so interessiert. Und danach würde es dann auch schon nach Hause gehen. Das war es dann auch schon mit meinem kurzen Ankündigungsvideo, Überraschungsvideo, wie auch immer man das nennen will. Es ist jetzt doch ein bisschen kürzer geworden, als ich dachte, aber ich habe vor Aufregung das wirklich schnell runtergerattert. Ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Es wird auch im Zuge dieser Serie, Reihe, wie auch immer, natürlich ganz viele Q&As geben, weil ich doch glaube, dass da einige Fragen immer offen bleiben und ich euch eigentlich so gut wie möglich darüber informieren möchte, damit sich viele, die vielleicht vor der Frage stehen, gehe ich ins Ausland, gehe ich nicht ins Ausland, mache ich Au-pair, mache ich Work and Travel, dass die sich einfach leichter entscheiden können. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Mal gucken, was es wird. Vielleicht wird es auch schon ein Q&A. Vielleicht wird es aber auch eins über die Bewerbung oder was auch immer. Mal gucken, was kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Das war wirklich ein krass gehütetes Geheimnis. Das wussten nur ganz, ganz wenige von meinen engsten Freunden. Und
Ich habe wirklich versucht, das so geheim wie möglich zu halten. Ich hoffe, es ist mir gelungen bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, und ich freue mich einfach riesig. Ich freue mich auch riesig, dass meine Eltern mich dabei so unterstützen und sagen, dass ich das schaffen kann, dass ich dafür gemacht bin, sozusagen. Ja, aber wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich. Lasst es mich wissen, egal wie. Ich freue mich, bald wieder ein Video für euch drehen zu können. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Video mit dabei. Ich freue mich schon riesig drauf, egal was es sein wird, weil ich einfach mega aufgeregt bin. Ja, also bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf.